Ein 300 Meter langer Schacht ist das letzte Teilstück der Versorgungsleitung zum Mönchsberg. Durch drei dicke Rohre wird das Wasser in den Hochbehälter gepumpt. Doch die Leitungen sind in die Jahre gekommen. Die Leitungen sind aus den Jahren 1929, 1930 und 1964. Diese sind Schritt für Schritt mit dem Wachstum der Stadt errichtet worden und sind nun an die Grenze ihrer Lebensdauer gekommen. Wir haben da in den vergangenen Jahren schon zwei Rohrbrüche gehabt und aufgrund dessen werden die Zubringerleitungen jetzt erneuert. Die Baustelle am Mönchsberg ist eine Herausforderung, vor allem der Materialtransport. Deshalb kommt hier ein Hubschrauber zum Einsatz, um Rohre und anderes schweres Material auf den Mönchsberg zu bringen. Wir haben heute die große Freude, dass Hubschrauberflüge möglich sind. In der Vergangenheit, früher, vor 100 Jahren, hat man die Leitung noch per Fuhrwerk oder mit ersten LKWs hier auf den Berg heraufgebracht. Und wer Mönchsberg kennt, der weiß, es gibt ganz kleine Torbögen, die man nur durchfahren kann. Und da kann man natürlich LKWs vergessen. Und wir nutzen heutzutage Hubschrauber, um das Material relativ schnell und effizient auf die Baustelle hier herum zu bringen. Eine weitere Herausforderung: Die Salzburgerinnen und Salzburger müssen trotz Arbeiten mit Wasser versorgt werden. Auch hier ein Punkt für den Hubschrauber. Nach nicht einmal 2 Stunden ist das Material vor Ort. Wir haben während der Bauphase natürlich versucht, einen Teil der Zubringerleitungen weiter in Betrieb zu halten. Das bedeutet, dass der Mönchsbergbehälter weiter mit Wasser befüllt wird und von hier aus auch das Versorgungsnetz weiter bedient werden kann. Es gibt natürlich dann kurze Bauabschnitte, wo dieser Behälter dann einmal kurz außer Betrieb geht, um eben finale Arbeiten hier durchführen zu können. Und da stecken dahinter natürlich geplante Abschaltungen, Tätigkeiten und so weiter, die genau abgestimmt werden müssen. Aber das ist Teil des Bauprojektes und das haben wir einigermaßen gut im Griff. Die Planungen für das Projekt laufen seit mehreren Jahren. Im Februar wurde begonnen, Wildtiere einzusammeln und umzusiedeln, sowie Bäume zu fällen. Seit Mai wird gegraben. Geplant ist bis Ende Dezember 2024, also dieses Jahr, noch uneingeschränkt wieder in Betrieb zu sein. Kosten wird das Projekt 3 bis 4 Millionen Euro. Übrigens, die Hubschrauberflüge sind nicht nur schneller, sondern in diesem speziellen Fall auch billiger als ein aufwendiger Transport mit Lastwagen.